Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen ultimativen, leckeren, saftigen, luftigen... Ach, ich bin so hin und weg von diesem Kuchen. Den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Schaut doch mal, wie fluffig und wie saftig der aussieht. Ein Hauch von Limette im Geschmack. Einfach der Hammer. Probiert es unbedingt aus. Kommen wir direkt zu den Zutaten. Die Zutaten habt ihr bestimmt alle zu Hause. Und zwar Mehl, Milch, Zucker, lauwarmes Wasser, Öl, Backpulver, Essig, Limette und Vanilleextrakt. Alle Zutaten haben bei mir immer Raumtemperatur. Als allererstes füge ich den Essig in die Milch hinein und rühre das kurz unter. Das Wichtigste habe ich noch vergessen, ihr braucht natürlich noch zwei Eier. Als erstes werden Eier, Vanilleextrakt und Zucker 5 Minuten lang schaumig aufgeschlagen. Ihr könnt das in der Küchenmaschine machen, geht dann natürlich deutlich schneller. Ich habe das Ganze mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe gemacht. Nach 5 Minuten sieht das Ganze dann bei mir weichschaumig aus, das Volumen hat sich etwas verdoppelt. Nun gebe ich die Schale von 2 Limetten dazu und den Saft von nur einer Limette. Das Ganze wird jetzt noch mal kurz auf mittlerer Stufe eingerührt und das Öl nach und nach hinzugefügt. Nicht direkt alles auf einmal reinschütten. Ich habe immer alle 5 bis 6 Sekunden immer einen Schluck hinzugefügt vom Öl, immer durchgerührt, wieder ein Schluck, 5-6 Sekunden wieder durchgerührt und wieder ein Schluck. Und wenn das Öl dann aufgebraucht ist, kommt das lauwarme Wasser dazu. Fünf bis sechs Sekunden später gebe ich die Milch hinzu. Wundert euch nicht, nachdem ihr den Essig hinzugefügt habt zur Milch, wird das etwas flockig. Zu guter Letzt kommt jetzt Mehl mit Backpulver hinein. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr auf der niedrigsten Stufe weitermacht, nicht auf der hohen Stufe. Das Mehl gebe ich nach und nach hinzu und dann bitte nur so lange wie nötig rühren. Rührt nicht zu lange, sonst wird am Ende euch der Kuchen zu trocken oder zu zäh. Also wirklich, wie gesagt, nur so kurz wie möglich. Dann bekommt ihr so einen schönen geschmeidigen Teig. Den fülle ich jetzt in meine 24er Springform. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet, den Rand mit Backtrennspray eingesprüht. Ihr könnt aber auch am Rand Butter einpinseln und mit Mehl bestäuben. In den Backofen gebe ich noch zusätzlich eine Schüssel mit heißem Wasser. Der Kuchen wird dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze ca. 30 bis 35 Minuten gebacken. Der Backofen sollte natürlich vorgeheizt sein und bitte den Backofen vor den 30 Minuten nicht öffnen. Erst nach 30 Minuten könnt ihr dann die Stäbchenprobe machen, ob er wirklich durch ist. Oben sollte er natürlich eine goldgelbe Farbe haben und lasst ihn auch bitte nicht zu lange im Backofen, sonst wird er euch zu trocken. Für die Deko habe ich ganz standardgemäß einfach Puderzucker drüber gestreut und am Rand ganz wenig mit Zuckerguss gearbeitet. Ein wenig Puderzucker mit Zitronen- oder Limettensaft anrühren und über den Kuchen gießen und mit ein paar Limettenscheiben dekorieren. Und dann habt ihr diesen perfekten Kuchen.
Viel Spaß beim Nachbacken!